Ja, auch von meiner Seite noch einmal guten Abend, verehrtes Publikum. Wie Sie bereits gehört haben, ist mein Name Herr Rhein, von Beruf Pop/Rockstar. Ursprünglich war es ja mein Plan, eine klerikale Laufbahn einzuschlagen. Ich wollte immer so gerne Papst sein. Fromm genug wäre ich zweifellos, nur leider ungefähr 40 Jahre zu jung. Jetzt haben wir halt diesen Golf GTI-fahrenden Weißwurst-Fetischisten als Pontifex Maximus. Und ich tingele seitdem von Castingshow zu Castingshow. Aber das muss Ihre Sorge nicht sein. Vielmehr sollten wir uns gemeinsam Gedanken darüber machen, was momentan auf unserer Welt so passiert. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Die Revolution. Die heranwachsende Revolution, sage ich mal. Der arabische Frühling, WikiLeaks, Anonymous, Occupy Wall Street. Und das war erst der Anfang. Apropos Anfang, wissen Sie, wo diese Revolution ihren Anfang genommen hat? Hier, in Österreich, bei uns. Hier hat es angefangen. Herbst 2009 in Wien. Uni brennt, hieß das Ganze. Die Besetzung des Audimaxes. Ja, dann ist diese Protestwelle gewissermaßen langsam nach Nordafrika übergeschwappt. Und von dort aus hat sie inzwischen eigentlich weite Teile unseres Erdballs erfasst. Hierzulande, muss ich ehrlich sagen, scheint mir, hat sich der Protest ein wenig im Sand verlaufen. In den letzten zwei Jahren hat sich meiner Meinung nach nichts Grundlegendes an unserem Bildungssystem geändert. Die entsprechenden Ministerinnen, ja, die haben ein-, zweimal gewechselt. Da ergibt sich dann immer die Frage, wer will als nächstes Wissenschaftsminister werden? Ich alle zeigen auf. Ja, da müssen wir los oder spielen wir Schere, Stein, Papier zum Beispiel. Nein, aber dieses Spiel funktioniert in jedem Kreisen ganz anders natürlich. Die Schere und der Stein sind im Grunde genommen völlig egal. Es geht eigentlich nur darum, wer am meisten Papier auf den Tisch legt. Ja, wir haben korrupte Politiker, soweit das Auge reicht. Und sowas geht in Österreich quasi als Kavaliersdelikt. Und wer zurücktritt, der hat sowieso verloren. Mich wundert es nicht, dass wir seit Jahren quasi einen politischen Stillstand haben bei der ganzen Zeit, die die Damen und Herren Politiker für Imagekorrekturen und für Vertuschungen und anhängige Gerichtsverfahren aufwenden müssen. Da kann einfach keine Kapazität mehr überbleiben, um nebenbei noch ein wenig zu arbeiten. Aber Gott sei Dank leben wir in einer Demokratie. Sie und ich, wir Wählerinnen und Wähler, dürfen dann alle paar Jahre mal unsere Wahlkarte abgeben und uns quasi zwischen dick und doof entscheiden. Ja, aber natürlich kann man uns nicht auf das Wählersein degradieren. Ich glaube, das ist noch viel wichtiger. Wir sind auch Konsumenten. Das dürfen wir nie vergessen. Ja, geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut. Die Konjunktur steigt und fällt mit mir und mit Ihnen. Tatsächlich, wir sind geboren, um zu kaufen. Oder man könnte auch sagen, ich kaufe, also bin ich. Und dieses ganze Zeug, das wir uns verkaufen lassen, das ist im Prinzip ja eh nur prädestinierter Müll, den sowieso kein Mensch braucht. Ja, und zum Gaudium der Privatwirtschaft lassen wir dieses Spiel noch mit uns machen. Uns quasi von der Privatwirtschaft nach Strich und Faden veräppeln. Die besten Konzerne finde ich ja jene, die mit Geld handeln, im Fachjargon auch manchmal Banken genannt. Die quetschen uns Kunden, wenn wir einmal in finanzielle Nöte geraten sind, aus wie eine Zitrone, hängen uns an den Beinen auf und schütteln uns, bis der letzte Cent am Boden liegt. Und nebenbei kassieren sie Milliarden von Euros, sogenannten Rettungspaketen an Steuergeldern. Steuergeldern, sage ich dann nur dazu. Ja, und die Liste der Bankenskandale und Pleiten ist dermaßen lang, dass wir den heutigen Abend schlichtweg sprengen. Ich meine, das war ja diese, wo bin ich das erste Mal, wenn das einer hört, da fängt er gerade an zu hypoventilieren. Ja, aber jetzt genug davon. Wir haben ja noch mehr Probleme als korrupte Politiker und diese Aasgeier in der Privatwirtschaft. Wir haben auch noch die katholische Kirche. Ja, immer noch. Ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Problem wird sich früher oder später schon von selber lösen. Und trotzdem kann man kaum behaupten, dass es nichts gäbe, wogegen anzukämpfen es angebracht wäre. Wogegen man sich eigentlich aufnehmen könnte, sollte, ja, müsste. Wo bleibt bei uns das revolutionäre Potenzial der Jugend,
sind wir alle schon so eingelullt von Promi-Klatsch und Popmusik, von Trendsetting und Seifenoper. Ich sage nur, der Konsum hält uns dumpf, stumm und zufrieden. Brot und Spiele, meine Damen und Herren. Immer das alte Lied. Ja. Und weil ich als Rock-Slash-Popstar ja auch dazu meinen Beitrag noch leisten möchte, berufe ich nun meine I-Band zu mir auf die Bühne und werde hier abschließend noch einen zum Besten geben. Ich bin nicht nur hier darbietender, sondern auch Roadie. Das Lied, welches ich zum Besten geben werde, heißt Inventur. Muss noch einschalten. Der Duotonleiter, der Prinzess, der Ton, sein Liebster, ist, haben wir schon oft die anderen sieben Töne verletzt. Auch wir empfinden den Status quo als sicher, nicht befriedigend. Seinem Unmut Luft, erhebt er Stimme, bis zur Faust, geballte Hand, lass walten Rebellion und Widerstand. Neue Lieder raucht er an, wir rufen auf zum Widerstand, wir rufen auf zum Widerstand, denn neue Lieder raucht das Land. Melancholie, Zorn, Ärger, Wut sind wichtig und tun manchmal gut, jedoch kanalisiert, gut portioniert, kann konstruktiv die Wirkung dieses Quartetts nur sein. Kein Mensch verlangt, da steht's, Himmel hoch jauchzen, der das Leben geht doch nicht. Tyrannen werden weniger nützen, als dass sie schaden. Revolutionäres Potenzial kommt für positive Energie zum Tragen. Neue Lieder braucht das Land. Wir rufen auf zum Widerstand. Wir rufen auf zum Widerstand. Denn neue Lieder braucht das Land. Nur bringen sie selten viel Veränderung. Und weil so vieles stinkt, stöhnt, modert, ächzt nach Innovation, nach Ideen und nach Zukunft, jetzt kann das einzig wirksame Rezept der Weg, der Schritt, das Ziel bedeutet nur mehr Lieder in Dur, in Dur. So bleibt uns nur als Anstoß hoffentlich für eine Lawine der Aktion, der Revolution in der bestmöglichen Gesinnung. Mit dem Wunsch zu verbleiben, möge der Tag voll Sonnenschein und Wonne sein und Wonne sein, denn neue Lieder braucht das Land. Wir rufen auf zum Widerstand. Wir rufen auf zum Widerstand. Denn neue Lieder braucht das Land. Spielt die Sang wirklich jede Wand. Neue Lieder braucht das Land. Ja, wir rufen auf zum Widerstand. Zum Widerstand im ganzen Land. Ja, immer wieder.
Dankeschön.